von der AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kollegen und Publikum! Seit Monaten sehen wir von der Regierungsbank den erhobenen Zeigefinger und hören die mahnenden Worte, die uns zur Vernunft bringen sollen. Und dann legen Sie hier einen Haushalt vor, der nicht das Geringste mit Vernunft und Disziplin zu tun hat. Im Gegenteil, dieser Haushalt ist ein Produkt einer durch die Regierung ausgelösten Massenpsychose, der sie nunmehr selbst zum Opfer gefallen ist. Der Haushalt ist eine Operation am offenen Herzen der sozialen Marktwirtschaft, der Grundlage unseres Wohlstands. Aber er ist noch weit mehr. Er ist ein Experiment am Menschen, ein Experiment, dessen Notwendigkeit mit ebenso irreführenden wie irrelevanten Statistiken der Corona begründet wird. Die Blaupause der irrationalen Herangehensweise an nahezu jedwedes Thema liefert hierbei die Klimasonderschule. Hier versteigt man sich in wissenschaftlich unbegründbare Kapriolen einer Umwelt-, Energie- und Verkehrspolitik, die Wirtschaft und Verkehr zunehmend zum Erliegen bringt und obendrein noch Landwirtschaft und Landschaft und Umwelt ruiniert. Warum können Sie seelenruhig einen solchen Haushalt einbringen und müssen außer dieser Debatte kaum Kritik fürchten? Weil die Massenhysterie alle Jahre wieder durchexerziert wird und mit dem diesjährigen Neutronenbombenthema Corona nur auf neue Spitzen getrieben wird. Die Angst wird durch geradezu irre Fallzahlkonstruktion jenseits relevanter Hospitalisierungs- und Sterblichkeitsraten erzeugt, die in einer 24-Stunden-Bepeitschung durch Staatsmedien und gekaufte Privatmedien in die Köpfe der Wähler eingehämmert werden. Die Brechung des freien Volkswillens durch Informationsunterdrückung und mittelalterliche Endzeitszenarios erleichtert aber auch ungemein die Ausrufung eines neuen Staatsziels, nämlich die Massenimpfung nach Lobbygusto. Und angesichts des vermeintlich drohenden Weltuntergangs mag nämlich keiner mehr über die Kosten reden, die diesen Untergang angeblich abwenden. In EU-Topia steigen die Grundkosten von derzeit über 32 Milliarden, schon im nächsten Jahr auf fast 43 Milliarden. Diese Summe, so wird suggeriert, sei eine Art Versicherung. Nun, wenn EU-Europa eine Versicherung ist, dann eine schlechte, die keinen wirklichen Leistungsfall kennt, sondern nur Vertragsbruch und unverschämte Prämienerhöhung ohne vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Und wenn es ein Sicherheitskaufhaus ist, dann eines, was noch nie das geliefert hat, was man bestellte. Was man bekommt, sind wertlose Gutscheine und Empfehlungen für Produkte, die nur in der Fantasie existieren. Wer lang genug dabei ist und als Beobachter eine Lernkurve hat, der müsste den Schwindel doch längst durchschaut haben. Aber wie bei allen schlechten Produkten erzeugen gerade die eiskalten Nepper, Schlepper und Bauernfänger, die Berufseuropäer der Altparteien ganz EU-Europas, seit Jahrzehnten daraus ihren schäbigen Profit, notfalls auch auf Kosten der eigenen Leute. Und wenn erst die letzten deutschen Autos in China und sonst wo gebaut werden, wird man hierzulande feststellen, dass man allein von Klimazertifikaten nicht leben kann. Möge all dies den Betreibern von Deindustrialisierung, Steuergeldexport und pseudo-internationalisierter Moralhysteriepolitik gerade noch rechtzeitig nicht auf die Füße, sondern auf die bürokratischen Wasserköpfe fallen. Nur mit der Alternative für Deutschland kann ein Neustart für Deutschland gelingen. Der Haushalt zeigt, wie sehr der Not tut. Dankeschön. Das Wort geht an den Abgeordneten Christian Haase von der CDU-CSU-Fraktion.